Achso, genau, unser aktueller Ausbauplanet ist ja hier. Was hat er denn jetzt hier alles gebaut? Drei Metal Miners, ein Electronics. War es in Ordnung, oder? Planetary kann ein bisschen Defense, was er hier wirklich herkommt, denn ich. Dass wir jetzt nicht ganz ohne Hosen dastehen. Ah ja, und da ist jetzt hier auch. Artillery ist freigeschaltet. Danach gehen wir mal nochmal auf General Sciences und wir brauchen jetzt unbedingt, um hier einen wissenschaftlichen Vorsprung zu erlangen, unbedingt mehr Research. Oh, und was ich hier Rich Ore Deposits bei ungefähr schon einem relativ guten, für unsere Verhältnisse zumindest zur Zeit relativ guten Erzvorkommen. Das ist doch mal was Tolles. Allerdings hätte ich trotzdem gern, wir haben 22, da können wir schon mal. Scientific Laboratories draufhauen. Es hilft nichts. Die zwei Städte, die eine Farm, die können wir ihm auch vorher schenken. Oder abnehmen. Und dann soll er auch weiterhin eine Metal Mining draus machen. Das ist schon in Ordnung. Er hat unser Proposal angenommen. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Das heißt, wir liefern ihm jetzt 90. Man kann es dann hier sehen. Wir liefern ihm jetzt 90 Advanced Parts pro Sekunde. Für eine Minute war das und haben dafür wieder Frieden. Das ist doch auch was. Oh, wenn er damit zufrieden ist. Genau. So, wir haben jetzt hier immer noch nicht alles. Hier könnten wir eigentlich mal die Sonde weiterschicken, um ein bisschen eine noch etwas weitläufigere Übersicht zu erlangen. In dem doch sehr kompakten System hier. In der sehr, sehr kompakten Galaxie, meine ich. Einfach einen Planeten hier. Na? Hui. Was ist denn da? Jetzt hat er schon wieder Krieg erklärt. Ich glaube, es hackt. Jetzt will er schon wieder Advanced Parts haben. Jetzt reicht's aber so langsam, oder? Also jetzt musst du dir langsam... Also 90 kriegst du diesmal nicht mehr. Und er hat es wieder akzeptiert. Ist doch nicht schlecht. Jetzt brauchen wir nur dann so langsam mal selber. Oh, naja, 90 Grad, das geht, aber der Vorrat schwindet. Ein bisschen, ein paar mehr Advanced Parts. Wollen wir nochmal gucken. Hat er das hier noch? Na, hat er noch nicht. Wollen wir hier mal. Component Factories rauf. Und zwei Electronics, das gleich self-sufficient ist. Und
Soll er weiter auf jeden Fall hier im Edel meinen. Ist aber auch echt eine Qual hier, ohne diese Shipyards. Oder was? Hängt das jetzt an den Shipyards? Ich dachte gerade. Q ist wieder zu Ende. Ah ja, General Science of 3. Was hatten wir hier? Na. Ach. Das ist das ganze Fenster. Energy. Power Generator, ja, auf jeden Fall. Das ist auch etwas Wichtiges. Substanzielles für die Schiffe. Also was war das? Ja, Power Generator. Also am Anfang werden ja die Schiffe ganz normalen Power, also ganz normalen Generatoren angetrieben, die mit Benzin laufen zu 100%, und diese werden hierdurch verbessert, die Fuel Cells werden dadurch verbessert und die Emergency Power Subsystems werden auch verbessert. Zu diesen ganzen vereinzelten Subsystems komme ich dann später noch, sobald wir anfangen, hier unsere eigenen Schiffe zu bauen. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier diesmal länger läuft als die Einführungsrunde. So, ich hoffe natürlich. Tja, müssen wir mal gucken. Sieht jetzt hier nicht gerade aus, als würde das noch sehr viel weiter in die Höhe schnellen. Was können wir hier denn sonst noch abziehen? Was braucht denn der Shipyard? 12 Millionen, der Spaceport 6 Millionen. Und da wir hier jetzt wahrscheinlich keine Schiffe bauen werden, können wir den Shipyard wegnehmen und noch einen Spaceport dazu hauen. Oder einfach noch eine Stadt, dass da vielleicht auch mal die Scientific Laboratories hier arbeiten. Ja, da müssen wir jetzt hier den auf jeden Fall mal entfernen und noch eine Stadt bauen. Dann mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ja, und da kommt das erste Scientific Laboratory online. Wow, und ja, das sollte genau hinhauen für diese eine Stadt, sollte genau die 4 Laboratories decken. Nicht schlecht. Oh, und unsere Goods gehen runter. In
insgesamt in der Galactic Bank auch. Das heißt, die Umverteilung ist. Also es wird auf jeden Fall nichts überhäuft, angereichert. Na, müssen wir mal gucken. So, hat es geklappt, ja. Ja, die 2 Millionen übrig. Ah, nee. Ach, komm. Das wird er jetzt hier wohl noch hinhauen. Ja, genau. Frieden. Wo der sich hier überall schon angesiedelt hat, das ist ja echt der Wahnsinn. Hier waren schon wieder Remnants, das ist echt Wahnsinn. Wobei, bis jetzt sind es ja nur 4 Systeme. Da guckt er meinen Schiffen zu, so wie das aussieht. Na, und das scheint hier wohl nicht ganz hinzuhauen. Blöd. Vielleicht die Farm entfernen, aber. Was mache ich denn hier? Gucken. Rope Second 16. Ja, das ist aber hier schon. Dann haben wir hier negatives Wachstum. Negatives Wachstum ist auch so ein Wort. Oh, und jetzt macht er hier schon wieder. Spirenzchen mit uns. Ich weiß ja nicht, wo das noch hinführen soll. Naja, der Scout wird auf jeden Fall. Haben die keine Lust, den Scout anzugreifen? Anscheinend nicht. Naja, wir werden sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich pausiere mal. Und, ob wir es diesmal wohl schaffen werden, hier noch die Oberhand zu gewinnen, denn unser Gegner hat ja doch schon ganz schön viele Planeten und wenn er die dann doch irgendwann doch mal ausgebaut hat, geht seine Wirtschaft natürlich explosionsartig in die Höhe. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich das nächste Mal schon zur Tat schreiten. Und er schreit ja förmlich danach, indem er uns hier jetzt schon zum 3. oder 4. Mal den Krieg erklärt. Naja, wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und verabschiede mich. Bis nächstes Wochenende. Salut!